Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich versuche hier mein Bestes mit Eiskaffee, euch ein bisschen in diese, ja doch etwas kühle, vorwinterliche Adventkalender-Stimmung zu bringen. Ich hoffe, es funktioniert. Es ist ja doch noch recht warm, aber egal. Wir haben uns über drei Adventkalender gestürzt, die dieses Jahr die Vorweihnachtszeit etwas verkürzen, hoffentlich. Und ich muss sagen, die sind schon ganz nice. Also manche Teile, die zahlen sich aus. Oh ja, herzlich willkommen auch von mir, meine lieben Damen. Wir haben hier vor uns den neuen Disney Adventkalender, der dieses Jahr das erste Mal auf den Markt kommt. 35 Euro Listenpreis, dann einmal City 27 Euro Listenpreis und einmal Friends ebenfalls 27 Euro. Genau. Erscheinen tun die am 1. September 2024. Wir haben sie von Lego für eine Rezensionsvideo zur Verfügung gestellt bekommen und möchten euch heute mal zeigen, was da so los ist. Jetzt eigentlich im Hochsommer. Ritter geht es dann nachher noch baden, aber es muss sein. Mit welchem Adventkalender möchtest du denn beginnen, meine Ich Liebe? Würde gerne mit dem Disney-Adventkalender starten, weil das halt echt mein absolutes Highlight ist. Also mit 35 Euro, das ist natürlich nicht ganz ideal, aber trotzdem, ich stehe hier mal ein bisschen auf. Seht ihr mal, wie professionell Rita, wie beim Teleshopping, hier agiert und euch zeigt, was hier dabei ist. Also, wir haben unseren Disney-Adventkalender und da geht es eigentlich hauptsächlich um Disney-Prinzessinnen und Schlösser. Und ich habe versucht, das mal ein bisschen zusammenzustellen, denn wir haben gesamt 5 Prinzessinnen hier vertreten. Wir starten hier vorne vielleicht beim Meer. Da haben wir einerseits die Vaiana mit ihrem Pur dabei und dann haben wir noch die Ariel nebenbei. Ariel mit ihrem Schloss und ein paar von ihrem Krimskrams-Sachen, da ihren Dingelhopper und sonstigen Zeug, was sie irgendwie gefunden hat. Und eben Vaiana mit Pur, der dieses Mal sogar einen Hut auf hat, also das ist ein Teil, das man eben oben hinstecken kann. Ihrem kleinen Boot, mit dem sie herumfährt. Und dann hat sie auch noch ein neues Herz von Tefiti dabei. Wo ist das? Ich also, sehe das nicht. Das ist dieses Teil grüne Teil hier, ja. Das ist natürlich zweimal vertreten, weil es ein kleines Teil ist. Achtung, das ist hier hinten auch nochmal verbaut. Mhm. Und das hatten wir schon mal, aber in einem ganz quasi normalen Grün. Und dieses Mal ist es eher so ein bisschen so ein neonmilchiges. Sehe ich das richtig? Mini-Dolls im ganzen Kalender hier? Genau. Weil die werden bei diesen Sets sowieso relativ oft verwendet. Die wie in den Büchern auch verwendet werden. Bin ich jetzt werden. Persönlich kein großer Freund davon, aber ich kann mir schon vorstellen, dass speziell Mädchen oder junge also Damen, so wie du so es gefallen. Bist, die sind hier. Also, mir hätten nur echte Lego-Figuren besser gefallen, aber gut, das also für ja, mich, finde ich, ist das der perfekte Adventkalender. Okay, gut. Also wenn sie noch wen kennt, der so ein Disney-Fan ist, ich glaube, da trefft sie das eigentlich ganz gut. Was ganz nett ist, vielleicht zum Spielen, ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, sind diese kleinen Geschenke. Das heißt, jede von den Prinzessinnen und auch die Tiere bekommen immer ein Geschenk. Mhm. Dann dazu. Ist da zum Beispiel an einem Tag nur das Schwein drin und am anderen Tag nur Ariel oder wie sind die aufgeteilt? Weil ich nehme an, die werden ja genau, also portioniert hier, sein. Hier war zum Beispiel einerseits mal nur die Vaiana drinnen, dann einmal die Insel, das Boot und hier zum Beispiel eben dann das Schloss Dieser zum Aufbau. Zusammenbauen. Okay. Genau. Die Geschenke sind immer direkt bei den Figuren dabei. Sehr cool, sehr cool. Ja, Rita, also ich sehe schon, das ist dein Favorit ist hier. So cool. Es geht weiter fröstlich mit Weihnachtszeit Elsa. Und Elsa. Genau, und einem Snowgee. Mhm. Wusste ich auch nicht. Ich habe immer gesagt, die kleinen Olafs, aber die nennt man offiziell Snowgees. Und die haben hier, oder der hat hier so eine Wippe. Ja. Das ist auch ganz nett. Aha. Der kleine Sven ist sowas von süß. Das habe ich jetzt nur hier so mal zusammengestellt. Das sind auch zwei verschiedene Türchen hier mit dem kleinen Schlitten und natürlich auch ein kleines Elsa-Schloss, das ich sehr, sehr süß finde. Diese Teile finde ich extrem cool, diese Schilde, die gibt es jetzt in mehreren Sets, ist glaube ich neu für 2024, dieses Teil. Ja, und ich muss sagen, also der kleine Sven ist halt mein absolutes Highlight, also der ist einfach so süß. Genau, und dann kommen wir zur nächsten Prinzessin, nämlich Tiana, und Tiana hat hier auch quasi so ein kleines Schloss. Ein Geschenk und hier so eine kleine Feuerstelle mit Tasse und Keks, weil sie ja sehr gerne kocht. Ja. Und natürlich auch dem Frosch, weil sie ja von Küss dem Frosch ist. Jetzt macht es natürlich ganz viel Sinn. Ja.
Cool. Finde ich auch sehr, sehr süß. Und genauso wie Mirabelle, die ist hier drüben. Da haben wir die Mirabelle und ein kleines Haus der Madrigals. Ja, ist schon ikonisch, dieses Haus mittlerweile. Ich find's auch also, so cool. Mir gefallen diese Mini-Bills normalerweise nicht ganz so gut, aber das aber hier finde ich gut wirklich gelungen, find ich. Sehr, sehr nett, auch von den Farben. Am besten und dem gelungen Ganzen. Ja eigentlich das Ariel-Schloss. Also, das ist richtig ja. nice geworden. Aber ja. das Haus von Madrigal definitiv auch. Auch sie hier am Start. Na, und das ist nett, das muss dann ich schon haben ganz wir ehrlich hier sagen. Auch noch ja. diese Kerze, die mhm. ja. Diese Encanto-Kerze dann quasi ist, die den verschiedenen Personen eine spezielle Fähigkeit verleiht. Das ist, wo die eine so stark ist, oder? Genau, da wo die eine so stark ist, die andere kann mit dem Essen heilen und so weiter und so fort. Genau. Ach so. Falls okay. ihr den Film nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Und dann haben wir hier noch jede Menge Krimskrams. Einerseits ein Disney-Schloss. Ich habe eher auf das Links geschaut hier. Ja? Genau. Also wir haben hier noch einen kleinen Tannenbaum und dann haben wir hier noch diesen Würfel, wie sagt man da? Ein Kreisel, ein Kreiselwürfel, genau. Ja. Weil sie hier natürlich auch spielen könnte. Mhm. Ach ja, das Ganze ist ja ein Spielbrett. Genau. Also das finde ich ja immer ganz cool bei diesen Adventkalendern, dass mehr oder weniger, dass hier dann alles so zum Aufbauen ist. Und Rita hat das auch thematisch sehr perfekt gemacht hier mit Ariel und natürlich. Vaiana hier beim Meer und Elsa eher oben beim Eisschloss. Ja, die anderen zwei sind halt ein bisschen schwierig. Aber ein Weihnachtsbaum und was sagst du, dein Highlight, dieses Disney-Schloss hier? Das ist so nett, ein kleines Disney-Schloss. Das sind insgesamt vier Türchen, vier. Wo das dann aufgebaut okay. wird. Genau, ja. das ist quasi 1, 2, 3 und dann oben 4. Und ich finde es einfach cool, dass man, mir gefällt ja allein schon das, dass hier das Schloss ist. Also das ist ja mega. Und dann eben, ja, ich kann mich dafür begeistern. Also das ist der Adventkalender, 35 Euro. Ich meine, der wird im Einzelhandel sicher runtergehen, vielleicht auf einen niedrigen 20er. Aber andererseits sind dafür hier wirklich auch viele Figuren dabei. Ja. Was wir dieses Mal bei Friends nicht unbedingt haben, dazu kommen wir dann gleich. Wenn man sich mit diesen Mini-Dolls hier anfreunden kann, gibt es von mir hier eigentlich auch grünes Licht. Sind ein paar wirklich nette Sachen ich dabei. Und speziell für Mädchen, glaube ich, ist der Adventkalender. Super. Für den klassischen A-Fall wahrscheinlich eher weniger zu gebrauchen. Aber ich kein klassischer E-Voll, Christoph. Darauf trinke ich jetzt einen Schluck Eiskaffee. Ich habe übrigens auch Kaffee bekommen von Rita, aber nur normalen, warmen Kaffee. Na gut. Ja, weil ich schon gemerkt habe, dass du sicher da ein bisschen... Weiter geht's mit City. Weiter geht's mit City. Übrigens, das sind die Ersatzteile dann von diesem Adventkalender. Auch immer falls wieder das brauchbar. Sehr viele Teile, genau. Ja. Der immer eigentlich mein Highlight war, auch schon als Kind kann ich mich erinnern, wir haben jetzt, glaube ich, den Star Wars und Marvel Adventkalender und Harry Potter, sechs Adventkalender dieses Jahr. Ich glaube nämlich jede Menge Programm und wirklich schwer zu entscheiden. Wir haben diese drei von Lego zugeschickt bekommen, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Weil sie wussten, dass dies nicht mein Highlight wird wahrscheinlich. City war ja immer mein Highlight bei den Adventkalendern, allen voran wegen den Figuren, weil die auch immer... Ich meine, heutzutage ist das vielleicht gar nicht mehr so besonders, aber die hatten immer so coole Torsi, die man sonst nie irgendwo bekommen hat. Das ist ja auch, glaube ich, bei Star Wars der Grund, warum sich viele die Adventkalender kaufen. Ja, die ich denke mir, es sind sechs große Figuren dabei, ein Baby und zwei Tiere, drei Tiere. Schaut euch mal das Baby an mit Weihnachtsbaum-Torso. Also das hat es, glaube ich, noch nicht gegeben, genauso und wenig wie den Hund. Dem Kinderwagen, bitte, wo das Baby drinnen sitzt, ist der von dem... Reisetouristenbus. Genau, von dem Touristenbus. Ja. Das ist genau der gleiche, wo ich gesagt habe, den möchte ich öfter sehen. Lego hat sich wahrscheinlich dasselbe gedacht und hat ihn hier reingegeben. Sie lesen dir alle Lippen. Wünsche von den Lippen ab, Rita. Sowieso. Bin gespannt, was ich mir noch wünsche. und ja, die anderen Figuren sind auch super nett. Es ist eine Familie, alle mit diesen gestrickten Pullovern. Das finde ich sehr, sehr süß. Und ja, eben auf Skiern, einer auf Snowboard, Schneeschuhe, Schlittschuhe. Es ist alles vertreten, was man im Winter braucht. Auch ein warmer Kakao mit Schlagobers. Oh ja, also das super. Passt. Kätzchen mit Fisch und auch diverse, nennen wir sie Weihnachtsgeschenke. Hier Skateboard und Roller am Start. Der Roller übrigens ein Highlight, weil den hat es sonst eher nur in diesen rosa und türkisfarben gegeben und jetzt gibt es ihn in rot. Also ich habe sogar Bricklink gecheckt und falls mich Bricklink nicht angelogen hat, checkt Bricklink. Ich bin auch ganz hin und weg, aber ich habe geschaut und da ist rot als Farbe nicht drin. Ja, cool. Das also heißt, der ist neu oder jedenfalls bis dato noch in keinem anderen Set erschienen. Wir haben hier auch jede Menge so kleine, ich nenne sie immer Geschenke, die dann Kinder zu Weihnachten bekommen. Einen Plüschhasen, Eisenbahn, da hinten sind ein Schneemann und so ein Zinnsoldat. Genau, ein Boot, ein ferngesteuertes. Boot, genau. Dann haben wir hier so einen großen
Bagger, ja, was auch immer. Dann ein Feuerwehrauto und einen Helikopter. Mhm. Auch ferngesteuert. Mhm. Kleines also Rentierschlittchen und dann noch ein Schneemobil. Genau. Und den Kalender haben wir eigentlich jedes Jahr gekauft und haben ihn immer 1:1 im Winterdorf eingebaut. Mhm. Bei uns, da kann ich mich erinnern, wir haben sogar diese kleinen Sidebuilds, ein, zwei haben wir mal zerlegt wieder und die Teile einsortiert, aber die anderen haben wir zum Beispiel beim Spielzeugladen. Kannst du dich erinnern, eines der ersten Winter-Village-Sets war ja der Spielzeugladen. Da gibt es einfach jede Menge Ideen für Geschenke, für Kleinigkeiten. Ja. Also der ist auch sehr, sehr nett. Santa Claus ist natürlich dabei und auch sie finde ich total cool. Sie ist jetzt, weil sie das Buch so komisch vor dem Kopf hat, ein bisschen untergegangen. Ja. Aber ist eine, ja, nennen wir sie umfällt. Ältere Frau, die aus einem Liederbuch. Ist das nicht die Frau singt? Vom Santa? Ja, Frau Santa. Also die wird auf jeden Fall bei uns Platz finden im Winterdorf. Genauso wie, glaube ich, alle anderen Figuren. Und sie schaut einfach so nett rein. Ja. Also das ist einfach super süß. Übrigens auch sehr viele Wendegesichter. Mhm. Also ich würde sagen, wenn ihr das ein oder andere Winter Village Set habt, dann habt ihr hier auf jeden Fall eine gute Erweiterung dazu, zumal ja die Leute auch Schals aufhaben, Kappen und so weiter. Und ist auch hier bei den Ersatzteilen dann wieder noch ein Schal drinnen, noch ein Skistecken, ein Bart. Genau. Also das ist eigentlich recht cool. Wirklich auch nett, also für das... was man bekommt, ist es eigentlich echt cool, und muss ich sagen. Rechnen wir mal jetzt de facto aus, was das jetzt bedeutet. Wir haben hier 6 große Figuren und das Baby mit dem Kinderwagen. Das heißt, nennen wir 7 Figuren. Im Legoland kostet eine Figur dann 2 Euro, aber sonst auf Bricklink so eine schönere Figur ist locker bei 2,50 in Richtung 3 Euro, speziell wenn dann noch ein bisschen Zubehör dabei ist, wie hier dieses Kaffeeglas oder hier auch die Kekse und Skistöcke und so weiter. Da sind wir dann also, allein von den Figuren her bei 15. Wenn ihr den Kalender, 27 Euro oder was haben wir gesagt, ist hier der Listenpreis, wenn ihr den vielleicht unter 20 bekommt, dann seid ihr alleine mit den Figuren schon recht gut am Start. Da könnt ihr dann auch, wenn ihr wollt, die Sidebuilds hier einfach unaufgebaut lassen. Ja, aber ich denke mir auch eben der Roller und die Tiere noch dazu und der Kinderwagen. Ich weiß nicht. Also da bist du schon richtig gut dabei. Wie viel hat der City Advent Kalender letztes Jahr gekostet? Auch 27 Euro, ich bin mir nicht mehr sicher. Wir haben die meistens irgendwo im Angebot dann am 2., 3. Dezember bei Müller gekauft. Wir letztes Jahr einen, ich glaube, finally hatten wir dann doch einen City Advent Kalender, aber Christoph sagt immer, wir warten, bis er noch billig ist. Also das Günstigste, was wir bis jetzt bezahlt haben, war, glaube ich, mal 5 Euro. Das war irgendwo Mitte Dezember in einem Lebensmittelmarkt. Ich habe bei Eurospar. Das ist schon lange her. Da haben wir noch Harry Potter und so weiter als gekauft. Als ich noch so war. Hast du so viel abgenommen, Rita? Richtig. Dann haben wir noch einen Kalender für euch, der sich Friends auf den Namen Kalender. Friends taufen hat lassen. Was mir gleich mal aufgefallen ist und wahrscheinlich euch auch, ist hier ein neongelbes Snowboard. Mhm. Also das mit den Snowboards, da sind sie eigentlich recht top dabei dieses Jahr. Finde ich sehr, sehr amüsant. Was hier anders ist, es sind weniger Figuren vertreten. Das heißt, wir haben auch hier wieder eine Familie mit Vater, Mutter und den 2 Kindern, beziehungsweise dann auch noch ein Baby. Mhm. Aber es sind trotzdem im Gesamt halt weniger Figuren. Also eine Familie nur. Vater, Mutter in normaler Friends-Größe und die beiden, genau, die Kids beiden Kinder in Mini-Dolls. Und das verpackte Baby. Dann noch dieses, ich sage dazu immer Harry Potter-Baby. Das ist, glaube ich, dort das erste Mal vorgekommen mit einer anderen und das ist in einer Wippe drinnen, genau so. Genau. Also von dem her ist es natürlich quasi schlecht, wenn man jetzt bei Friends etwas weniger Figuren dazu bekommt. Dafür extrem viele Sachen zum Bauen. Oh, ja. Also der war eigentlich der schwierigste, finde ich, zum alles zusammenbauen. Wir haben hier eine Schleuder. So eine Schneeballschleuder. So eine Schneeballschleuder. Okay, war, glaube ich, schon mal bei Cities jetzt auch dabei. Mit dem kann man dann dieses Haus, das in einem anderen Türchen drinnen ist, zusammenhauen. Ach so, das ist gar nicht zusammengebaut, sondern nur Fliesen. Genau. Ich hoffe, ich haue es jetzt nicht um. Genau. Du haust alles um. Genau. Was hier sonst noch interessant ist, vielleicht ist hier diese Katze, die ist auch neu. Also von der Farbe her. Genau, die ist auch mit Hut, aber das ist auch wieder so aufgesteckt wie bei diesem Schwein. Bei dem Pua-Schwein von der Vajana. Aber so in der... Habe ich noch nie gesehen, Katze mit Hut. Ja, wer kennt es nicht? Ja.
Aber die, mir kommt vor, dass auch diese Katze hier eine neue Färbung hat. Also ich habe da auch wieder Bricklink gecheckt. Also ich bin ja Bricklink-Checker derzeit. Ich bin wirklich jetzt schon fast und die Erfinderin von Bricklink geworden. Ja. Auf jeden Fall. Also die ist sicher neu und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da eine neue Farbe ist. Ja. Die dicke Katze kennen wir ja so auch schon. Und genau, dann haben wir hier noch Häschen mit Karotte. Häschen mit Karotte, genau. Der Kratzbaum an sich finde ich aber auch sehr süß, muss ich sagen. Ja, also der gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Lagerfeuer mit Marshmallows, das war schon ein paar Mal bei Citif dabei. Und ein Coffee to go. Ja, mit das ist mit auch mit Marshmallows drin, glaube ich. Heiße Schokolade mit Marshmallows oder so vielleicht. Trinkt man ja zu Weihnachten. Kennst du das, Rita? Ach so. Was ich mich gefragt habe, was soll das hier sein? Das gehört zu dem Hasen dazu. Also ich glaube, das ist quasi der Hasen. Hasenstall. Stall und da kann er dann halt drüber laufen oder so. Okay, na gut, ja. Ein Hafer Christoph hat sich hier dann auch hinein verzwirbelt. Na super. Sorry. Ja? Dann haben wir hier eine Eisenbahn in Rot. Sie gefällt mir nicht besonders gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wahrscheinlich hat die der Junge hier zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ja, da gefällt mir die Eisenbahn definitiv besser. Also wenn wir die mal daneben stellen, warte. Erinnert so ein bisschen mehr an den Weihnachtszug aus der Winter Village-Serie. Ja. Aber gut, aber was soll's. Baby mit Wippe hatten wir schon. Geschenke, ja, kann man immer brauchen. Geschenke, die stellen wir immer ganz eins zu eins in die Winterstadt. Und dann halt sehr viele Tische mit allem Möglichen drauf. Also wir haben hier einerseits einen Tisch, wo eine Küchenmaschine drauf ist und Eier. Dann haben wir einen Tisch, wo Kekse hingestellt werden, wahrscheinlich für Santa. Dann haben wir einen Tisch, wo sich Notizen gemacht werden. Und dann haben wir einen Tisch mit einer Nähmaschine. Also wir haben so viele Tische. Frauen werden hier wirklich 1A an ihre Tätigkeiten herangeführt. Handarbeit und Kochen und alles Mögliche. Aber ich sage so, also diese Sidebills hier, finde ich ganz nett. Ich finde, das braucht es teilweise, also nicht unbedingt. Also dieses Schloss, wo man da die Schneeballschlacht machen kann, ich glaube, das wird bei uns eher verschwinden. Also genauso wie die Halfpipe hier für Snowboard. Ein paar Dinge finde ich trotzdem ganz brauchbar und ich finde, dass teilweise die Friends-Sets innen cool eingerichtet sind. Bei manchen Sets hatten wir in der Vergangenheit aber auch schon das Problem, dass man innen teilweise noch ein bisschen mehr Details hätte reinpacken können oder dass es cool wäre, das haben wir ja bei Animal Crossing gesagt, kannst du dich erinnern? Da haben wir ja gesagt, dass Animal Crossing immer so... Da könnte man die Nähmaschine reingeben. Richtig, dass die zum Thema Einrichtung und so weiter so viel machen können mit Tom Nook. Wenn ihr Animal Crossing-Sets habt, könnt ihr euch den Adventkalender holen und habt dann jede Menge so Einrichtungsgegenstände von neuer Couch über Kaffeetisch, Nähmaschine und so weiter. Also das ist auf jeden Fall ganz nett. Rita, bitte. Wobei ich sagen muss, dass mir der Adventkalender am wenigsten gefällt von den dreien, die wir jetzt vor uns haben. Das war das. Also der ist eigentlich mit Abstand die meiste Arbeit, weil so viel zu bauen ist mit diesen ganzen Tischen. Aber er gefällt mir auch eigentlich am wenigsten. Ich meine, ja, man auf hohem Niveau, weil halt der Disney richtig cool ist. Und das City halt mit den vielen Figuren. Oh ja. Also meine Rangliste ist hier, wir haben jetzt ja die anderen Adventkalender nicht bei der Hand, ist City, dann kommt Disney und weit abgeschlagen ist dann Friends. Hier muss der schon ziemlich rabattiert sein, dass ich hier schwach werden würde, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Bei mir ist es so gereiht, wie es auch meine Favoriten sind. Also Disney 1, City 2 und Friends, die Nummer 3. Also ich würde noch ganz hier links kommen, wenn es mit der Reihenfolge, nein, ich würde wahrscheinlich ganz rechts kommen. Ja. Also ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn wir wieder einen Disney Adventkalender dann bekommen, also im 2025er Jahr. Vielleicht dann auch mit den Prinzen dabei oder vielleicht, keine Ahnung, was noch. Also da würde ich mich schon riesig drüber freuen. Oder noch weitere Prinzessinnen. Ha, ich sag's euch. Also so kann die Vorweihnachtszeit kommen, finde ich. Ich frage mich echt, wer jetzt in dieser Zeit schon einen Adventkalender oder wer überhaupt schon daran gedacht hat, einen Adventkalender zu kaufen. Aber es ist natürlich wichtig und ihr müsst euch denken, die Weihnachtszeit steht früher oder später vor der Tür. Wenn ihr die mal irgendwo im Angebot seht, dann könnt ihr ja überlegen, ob ihr euch da nicht den einen oder anderen holt. Und vielleicht hat euch unser Video oder besser gesagt Ritas Video, ich bin ja heute nur hinter der Kamera als Regisseur und Kameramann. Vielleicht hat euch dieses Video ein bisschen dazu inspiriert. Und ihr wisst jetzt, was euch so erwartet, wenn ihr euch diese Boxen hier nach Hause holt. Speziell auch vielleicht, wenn ihr Kinder habt, weil für die sind die natürlich eigentlich gedacht. Oder auch nicht. Ich möchte ihr bitte. In dem Sinne, wir sind gespannt, was ihr uns in die Kommentare schreibt, was ihr von diesen Kalendern haltet, ob ihr auch so ein Fan seid von dem Disney-Kalender. Und dann sehen wir uns hoffentlich mit
nicht ganz so viel Weihnachtsstimmung wieder. Wobei, die Bauarbeiten am Winterdorf werden bald wieder weitergehen. Sei euch gewiss. Ein bisschen warten wir aber noch. Jetzt kommt zuerst noch Halloween. Du meinst jetzt, wo wir die ganzen Sachen haben? Ja, ganz richtig. Ja. Na gut, dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.